Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, hier zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator hier auf meinem Kanal. Ich habe ein bisschen weiter gespielt die ganze Zeit, in der Zeit, wo ich Filme geguckt habe. Oder meine Serie oder Dugo oder was auch immer. Ich gucke immer die Zwangsverstrecker. Ist relativ interessant, muss ich sagen. Und was danach kommt, Fang deines Lebens, meines Lebens, gucke ich auch. Beides gefällt mir. Und ihr fragt euch bestimmt, warum fahre ich jetzt mit 17.500 nur hier los? Es hat alles einen Grund. Weil meine Leute, glaube ich, im Hintergrund alles danach. Hatte folgenden Grund, dass ich sonst nicht den Berg hochkomme. Ich musste gerade auch schon zum Abladen meines Rechen, meines Fiat 3000, nicht richtig? Muss ich auch gerade ja, meine Helfer ausmachen und runterfahren. Anders ging das nicht. Das war schon traurig. So, 1400 ist auch nicht gerade wenig. Also ein bisschen Ernte haben wir ja eingenommen. Oh, das sieht so kaputt aus. Obwohl es eigentlich nur dreckig ist. Wir müssen uns mal was einfallen lassen. Außerdem Geld mit. Wir fahren ja sowieso unser Weizen dann gleich weg und die Mission ist auch dann gleich zu Ende. Dann wird der Gruber dann zumindest erstmal Sonnenblumen, glaube ich. Wir tun Sonnenblumen. Sonnenblumen hört sich ganz entspannt an. Wir tun Sonnenblumen ein. Reinwerfen in den Boden. Gucken wir, ob auch Sonnenblumen rauskommt. Ich denke mal schon. Ja, jetzt ist natürlich schon langsam wieder die Zeit, wo ich überlege, welche Themen können wir anbauen. Am heutigen Tag ist die Gamescom, der Gamescom-Ticket Verkauf angebrochen. Und ich überlege natürlich, ob ich natürlich hingehe oder nicht. Lust wäre eigentlich schon da. Warum das Wort eigentlich? Es sind 60 bis 70 Euro, die man ausgibt. Ich habe das mit meiner Freundin heute schon besprochen. Die weiß auch nicht, ob sie hin möchte oder hingeht. Weil es ist so ein Hin und Her. Also ja, es ist Gamescom, ja. Aber welche Spiele kann man anzocken dieses Mal? Lohnt es sich diesmal hinzugehen? Oder simple Spiele, die man sowieso schon kennt? Oder was ist das dieses Jahr? Wisst ihr, was ich hinaus möchte? Und deswegen ist bei mir so ein Gamescom ja oder nein. Ich möchte schon gerne. Vor allem auch größter Grund ist der Retro-Laden Köln. Die Aftershow-Party. Oder beziehungsweise die Crunch Party, wie sie heißt, mit Sarazar. War ich letztes Jahr gewesen. Hammer, hammer, geil. Also das war Hammer. Das war geil. Hat mir gefallen. Bis früh um 1 war ich dort gewesen, dann bin ich zurück zu meinen Hotelchen gefahren. Und dann um 6 wieder munter. Also es ist, für manche ist es kein Urlaub. Es ist eigentlich auch kein Urlaub, weil man sich nicht entspannen kann. Aber es ist unglaublich geil, trotzdem dieses Erlebnis zu haben. Außerdem würde ich drei NES-Spiele gerne verkaufen im Laden dort drüben. Sind ohne Hülle. Ich weiß nicht, ob ich viel bekomme oder nicht. Mich mit einem M64 noch kaufen und dazu noch Spiele. Alpha C hat die. Ach, das Zusatzfeld. Ja, fahren wir das mal weg. Geil, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. So, da werden wir jetzt mal unseren. Hier einsteigen und vorfahren. Gucken, wie sollen. Getreidemühle. Das ist ja um die Ecke, das passt. Aber wir haben ja doch schon. Im Moment haben wir 33.000 Liter. Ist nicht gerade wenig, muss man schon mal sagen.
Also mit dem Heulager, das gefällt mir, beziehungsweise die Idee jetzt gerade ist mir eingefallen. Was ist denn, wenn ich mir jetzt einen LKW-Anhänger schon hole und da alles reinwerfe? Das müssen wir dann gleich mal gucken. Das geht, und da können wir ja mit dem Pferdchen wieder in den Kreis reiten, weil die müssen ja auch nochmal geritten werden, wie nach, jetzt. Wenn sie dann schon wieder weiter, ist mir gerade völlig egal, die Pause ist einfach viel zu kurz. Sonst geht es wohl zu, immer zu lange. Aber das ist mir jetzt egal. So. Wir gucken dann gleich mal, ob das jetzt sich lohnt. Also von dem Berg dann hoch. Wir können sparen, warten, bis das nach oben geschnellt ist. Scheiße ist, wir müssen aber jedes Mal dann zu Weizen pflanzen, damit wir überhaupt das abbekommen. Hm. Ich hätte sowieso gerade ein, das wäre doch richtig pornös, wenn man das so schön nach und nach so verschiedene Bänder zu verschiedenen Anhängern das alles transportieren lässt, und da fließt es dann drauf. Also wenn wir hier mit den Überladewagen arbeiten anstatt mit Sohlenwagen hier, Anhänger hier arbeiten wir mit Überladewagen, das geht dann groß auf die LKW-Hänger. Ich weiß nicht, eigentlich müsste man drauf kommen. Wir können natürlich mit kleinen Anhängern arbeiten und dann vom Feld nebenan alles rüber. Das geht natürlich auch. Das sind alles Möglichkeiten, die man haben. Hm. Hilfefenster. Das geht irgendwie immer aus. Feldinfo, Radio, Interaktion, Y-Achse. Farbbinde, dynamische. Was ist denn das? Hier, Hilfefenster. Klar, da ist das. Geil wäre es, wenn man jetzt bei... Wir können beide gleichzeitig abladen. Oh, das ist natürlich geil. Das ist natürlich richtig geil. Und, ja, bisschen 3.000, 4.000. Halt, brauchen wir doch nicht mal fahren. Abschließen. Weizen. Nee, Rüben, das könnt ihr schon vergessen. Das werde ich nie wieder machen. Tausender. 7000 Ding. 2000. 6000. 3000. Ballenpressen. Wir werden erstmal kurzzeitig keine Nebenmission machen. Wir werden uns hier um unser Zeug erstmal kümmern. Das heißt, den hier rüberfahren, abladen, Heu einsammeln, Pferde müssen wir noch reiten. Das ist nicht gerade wenig. Kann schon ausfahren. Hoffentlich, oh, alles reinpasst. Ich will es nämlich nicht so wieder anmachen. Ich weiß gar nicht, an müsste es ja an ist, ja. Wir haben ja wieder das Hilfefensterchen an. Und passt. Wunderbar. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann noch nicht einfach mal umschreiben. Kommt darüber, wenn ihr vorhin sehen würdet, auf nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.